Mein Name ist Johannes Hornig. Ich bin als Rheumatologe mit einigen Kolleginnen und Kollegen in einer rheumatologischen Gemeinschaftspraxis niedergelassen. Wir arbeiten in einem Team von ca. 40 Personen an drei Standorten. Und in unserem Zentrallabor hier in Osnabrück wird eine vierstellige Anzahl an Proben pro Woche bearbeitet. Wir arbeiten als Praxis schon viele Jahre mit Euroimmun zusammen. Und diese Zusammenarbeit ist durchaus als Erfolgsgeschichte zu bezeichnen. Das liegt nicht nur an der hohen Qualität der Materialien und der Assays und der dadurch guten Ergebnisqualität, sondern eben auch an dem Service, den gut geschulten Mitarbeitern und dem engmaschigen Kontakt, den wir hier im Team untereinander pflegen. Mit steigender Patienten- und damit auch Probenzahl sind wir in den letzten Jahren im Labor an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen. Durch Automatisierung konnten wir bei gleichbleibend hoher Qualität eine hohe Anzahl an Proben abarbeiten und dabei gleichzeitig das Personal entlasten. Durch die Einführung der Microblots auf derselben Plattform konnte ein hoher Grad der Automatisierung bei gleichbleibender Qualität erreicht werden. Hierdurch wurde unser Personal zusätzlich entlastet. Durch die Microblot-Technologie, in welcher die entsprechenden Blotstreifen in ELISA Wells eingebracht werden, kann dieses System jetzt auf der Eurolab Workstation ELISA angewandt werden. Durch die Ready-to-Use-Reagenzien werden Fehlerquellen minimiert und eine deutliche Zeitersparnis erzielt. Dadurch, dass 96 Proben gleichzeitig abgearbeitet werden können, kommt es erneut zu einer Effizienzsteigerung durch dieses System. Die Auswertung der Testergebnisse kann dabei mit dem Microwell Imager erfolgen. Die verwendete Software ist seit Jahren in der Praxis etabliert, sodass wir ohne lange Einarbeitungszeit direkt loslegen konnten. Und die sehr gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse hat uns den Umstieg zusätzlich leicht gemacht. Durch die steigenden Patientenzahlen ist ärztliche und nicht ärztliche Zeit ein rares Gut. Die Automatisierung nicht nur auf Laborebene und insbesondere durch die Microbot-Technik ermöglicht uns, diesen deutlich steigenden Patientenzahlen Rechnung zu tragen. Durch die Ready-to-Use-Reagenzien konnte eine hohe Zeitersparnis bei gleichzeitiger Minimierung von Fehlerquellen erreicht werden.